Hallo und herzlich willkommen bei golfreich.com. Mein Name ist Sigmar und heute möchte ich darauf eingehen, wann eigentlich eine Hüftdrehung Sinn macht und wann eine Hüftdrehung nicht so Sinn macht. Und zwar, es gibt zwei Typen von Spielern bei denen, oder Spielerinnen, bei denen es Sinn macht, die Hüfte nicht zu drehen. Und diese zwei Typen möchte ich kurz einmal erklären. Und zwar, der erste Typ ist ein Spieler, der nach dem Aufschwung von außen an den Ball kommt, weil wenn ich jetzt die Hüfte drehe, komme ich noch weiter von außen an den Ball und der Ball slice noch weiter nach rechts. Und der zweite Typ ist Spieler, die nach dem Aufschwung eher in so eine neutrale Position kommen und die Hüfte nicht gedreht haben, weil wenn ich jetzt die Hüfte drehe, komme ich auch leicht von außen. Das heißt, diese zwei Typen von Spielern, da macht es keinen Sinn, die Hüfte zu drehen. Wir wollen aber, dass es für jeden möglich ist, die Hüfte zu drehen, und deswegen will ich euch sagen, was dazu führt, dass wir die Hüfte überhaupt drehen dürfen. Und zwar, wenn wir jetzt hier in der Aufschwungbewegung sind, wenn wir jetzt die Hände hier oben senken, nach unten senken, dann kommt der Schläger von innen und dadurch, wenn wir jetzt die Hüfte drehen, kommen wir neutral an den Ball ran. Das heißt, erst wenn der Schläger sich gesenkt hat, ist es uns überhaupt erlaubt, die Hüfte zu drehen, weil wenn wir jetzt die Hüfte drehen, obwohl der Schläger von außen kommt, dann kommen wir noch weiter von außen. Das heißt, wie gesagt, wir müssen den Schläger senken. Und wie kriegen wir das hin? Wenn wir uns den Schläger hier mal anfassen, der hat hier ungefähr den schwersten Punkt. Und wenn wir jetzt ausholen, dann will dieser hier oben, dieses schwere Stück, will halt, wenn wir die Hände senken, in diese Richtung. Deswegen müssen wir aber das Gefühl haben, dass dieser Schläger sich eher in diese Richtung senkt. Das heißt, wir greifen einfach mal den Schläger hier oben und dann holen wir aus und versuchen mal hier den Schläger ein bisschen zu senken. Und merken dann, das ist eine ganz andere Position, ein ganz anderes Gefühl. Und wenn wir das hinbekommen, dass wir hier in der Aufschwungbewegung die Hände senken, dann ist es uns auch erlaubt, die Hüfte zu drehen. Und nur wenn wir das hinbekommen, dürfen wir das machen. Und wenn du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung möchtest und suchst, wie du es schaffst, nicht mehr von außen an den Ball zu kommen, sondern wirklich schaffst, die Hände zu senken, wenn du dafür eine Schritt-für-Schritt-Anleitung willst, dann kannst du dich zum kostenlosen Analysegespräch bei uns anmelden und wir schauen dann, was du genau machen musst, Step by Step, und gucken, was für dich der beste und schnellste Weg ist, damit du deine Hände senkst. Und dann gucken wir auch, wie du deine Hüfte drehen musst, damit du perfekt zum Ball kommst und nicht mehr so von außen an den Ball kommst.